Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Digimon Story Cyber Sleuths im Story Chaos. Das Story ist hier wirklich sehr groß geschrieben. Da steht zwar noch Kapitel 12, aber das wird sich gleich ändern, weil nach jedem Speichern ist Kapitelende. なんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明って、マジだったのな。なあに人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが。逮捕すんぞ、こら。おい、しょげてたってしょうがねえだろ。気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ。 そのうちフラッと戻ってくるさ。にしても、お前だけとは想定外だったぜ。ああ、どうすっかな。うぜえ。なんかすげえうぜえ。ま、へこんでるよかマシだけどな。しょうがねえ、お前でいっか。 私も手が回んねえし。いや、ちと訳ありを拾っちまってよ。ねえ、もういい？あ、ノア、いいぞ。出てきな。バイ。僕、ロックモン、よろしく。 Kapitel 13, Tokyo Digification. Wow, die Trophäe habe ich sowas von gar nicht verdient.街でこいつがおろおろしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかねえし。で、思いついたのが、お前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だろ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。私ら警察もどう対応していいんだかはっきりしねえ。なのに、 偶然拾った。こいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし、それにかわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだからって こんなやつをむやみにとっちめるのも柄じゃねえし。害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。ごめんね、デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。 触らせろや。もふもふさせてんだから気持ちよさそうじゃねえか。とにかく私は又吉さんのとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから最後までちゃんと面倒見てくれよ。分かった。人間だろうがデジモンだろうが、 依頼者は依頼者だ。いやも王もないだろう。
安心したぜ。じゃあ、あと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら、容赦しねえからな。ああ、そうだ。又吉さんから伝えとけって言われたんだ。お前のダチの、新田だっけか。あいつの逮捕状が正式に発行された。つまり、晴れて全国指名手配ってことだな。頭の固い上層部の連中は、あの新田ってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ。又吉さん、すんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも、馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちやしない。あい、まあ、心配すんなって。又吉さんが動いてくれてんだ。絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒を見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな。又吉さんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？じゃあ一緒に探そう。きっと見つかるよ。よーし、そうと決まったら友達探しに出発進行。イエーイ。Was? Da ist ein Wanyamon auf. Ach nee, das ist Pete. Okay. 12 Nachrichten. Wow. Ist ja so klar, weil wir ja so viele Sequenzen hatten. Alter. Das ist Spiel. Ich bin wirklich kurz davor, das Projekt abzubrechen, aber jetzt, wo ich so weit gekommen bin, nein. Jetzt ziehe ich's durch, auch wenn die Lust immer mehr verstreicht, aber vielleicht wird's ja noch besser. Ich glaube auch an den Weihnachtsmann. Kann ich das? Ernsthaft? Geht das jetzt wieder? Ich kann nachreden. Ich kann auch nach Cologne. Ich kann nur noch nicht eine Stufe höher. Kann ich denn das Turnier noch machen? Obwohl, erstmal gehe ich ins Digi-Labor, weil so viele Sequenzen hinter uns, da muss ich ins Digi-Labor. Denn hier ist alles Standby. Weil ja die Sequenzen sowas von ätzend lang sind. Ernsthaft, also ich dachte eigentlich, die wüssten, wie man ein gutes Spiel rausbringt. Und ja, gameplay-technisch ist das Spiel top. Story-technisch ein Desaster. Ich finde die Story gut, aber nicht wie sie erzählt wird. Nee, es ist ein No-Go für mich. Es ist. Mir fehlen aber drei. Beldramon, kann ich dich digitieren? Nein, kann ich nicht. Was fehlt dir denn noch? Defense, Speed. Es fehlt ihnen einfach an Speed. Die Frage ist, wie kriegen wir den auf Speed? Ich würde sagen, wir nehmen den einfach mal mit. Wir tauschen aus gegen
gegen Shine Greymon. Sozusagen muss eigentlich ja Peldramon nur 6 Level steigen, also aufs Level 70 kommen. Und dann. Selbst das Platinum Sukamon ist ja schon auf Level 65. Okay, der braucht wahrscheinlich weniger Erfahrungspunkte, um da hinzukommen. Aber ich nehme trotzdem mal Peldramon mit. Der muss ja nicht kämpfen. Der muss nur leveln. So, was haben wir denn sonst noch hier? Mega Gagumon ist schon Max Level. Dogoraemon. Da fehlen die Cases. Kriege ich die erst, wenn das Spiel durch ist, dann werden wir nie Dogoraemon im maximalen Level sehen. Also nicht in dem Let's Play. Ich glaube, das Kurisaremon könnte sich eigentlich weiterentwickeln. Bei Infermomon fehlt es noch an. Naja. Warte mal, einen will ich ja zu Beelzemon machen. Wer hat die meiste Abi? Dann digitieren wir den mal zurück. Und digitieren wir ihn zurück. Und digitieren wir ihn zurück. Und nochmal. Ja, um eine Abi 80 zu erreichen, muss man sehr, sehr viel digitieren und oh. Lästig. Der hat ein Abi von 49. Das ist mein Ziel. Attack 180. Oh, das ist einfach. Attack 180 ist einfach. Max HP 1900. Ist kein Problem. Speed 130. Ich denke mal, das schafft er auch. Habe ich sonst alles? Ich bin mir immer so unsicher. Das sind meine Party-Digimon. Kerpimon. Tja. Wie stark? Ah ne, nur bis 11. Okay. Ich nehme noch ein Platinum Sakumon mit. Sukamon. So, Lobmon, komm mit. Ich hoffe, dass man immer noch Turniere machen kann, aber ich denke schon. So. Erstmal hier Metal Man. Ah, jetzt habe ich auf Nein geklickt. So eine Scheiße. Ach, egal jetzt. Gehen wir mal raus und gucken uns die Welt an. Können wir schon hier raus. Das hört sich anders an. Gehen wir mal nach Shinjuku.
kann wirklich überall auf Digimon treffen. Aha, die Felder sind abgedeckt. Was ist, wenn die ganze Welt so digital ist? Müsst ihr die ganze Welt dann abdecken oder was? Was zum... Hier sind Digimon. Hallo, Digimon. Also hier ist nix. Das ist ein Growmon? Es sind einiges an Digimon. Ach komm, gehen wir mal nach Asakura, Kusa oder was auch immer. Aber da kann ich, glaube ich, trotzdem nicht lang. Schade. Soll ich mal im Hospital nachgucken? Ich glaube zwar nicht, dass wir da fündig werden, aber was soll's. Nö, hier ist nix. Sag was! Hilf mir! Wo sollen wir suchen? Du hast auch nichts gesagt, wo wir suchen sollen, oder? Boah, das Vieh riecht mich auf. Shinjuku war ich doch schon. Wie sieht's in Shibuya aus? Ah, okay. Da hinten haben wir Nokia. Auf nach Eden. Ah, hier gibt's ja auch noch. Viele Texte, Nachrichten. Oh. Das muss ich mir mal erklären mit dem Wikimon. Wie kommt der denn da auf das Fahrzeug? Okay, Herr Tuin. Aber das machen wir im nächsten Part. Also danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zweneta.